Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Filmtipp mit mir. Und zwar geht es um A Love Yarn, mit Liebe umgarnt. Ja, wenn ihr auch Wolle mögt, wenn ihr stricken mögt, dann seid ihr genau richtig. Oder ihr steht auf eine schöne Liebesgeschichte, dann könnt ihr auch gleich hier bleiben. So, hier oben steht da auch Werbesendung, das muss so sein, weil ich euch den Film jetzt vorstellen werde. Und das könnte eure Kaufentscheidung, Sehentscheidung beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr einen Link zu dem Film. Und dann würde ich mal sagen, ja, geht es auch schon los. Und zwar geht es um Sophie. Sophie hat einen wunderschönen Wollladen. Es ist wirklich ein Traum von einem Laden. Ich fand ihn einfach nur schön. Und ja, sie bekommt jetzt einen Brief und darin steht, dass leider die Produktion von ihrer Lieblingswolle eingestellt wird, die in oder auf einer kleinen Farm ganz in der Nähe hergestellt wird. Und sie setzt sich dann halt ins Auto und fährt dahin, weil sie hören will, was da los ist und warum das Ganze jetzt halt aufgegeben wird. Zur gleichen Zeit ungefähr macht sich auch ein junger Mann auf den Weg zu dieser Farm. Das ist nämlich der Sohn des Besitzers. Und die haben wohl ein ganz großes, ja, man sagt so Imperium auf alle Fälle, sind das eben Geschäftsleute durch und durch. In dieser Farm hat damals die Karriere der Familie irgendwo den Ursprung gehabt, aber lang ist her. Und dort habt ihr eben. Ja, ich wusste gar nicht, dass Neuseeland so schön ist. Und ihr habt da halt diese Farm und kleine Lämmchen, die da rumspringen und unglaublich schöne Aufnahmen. Auf alle Fälle ist der jetzt dahin unterwegs, hat nicht so den Sinn für die Schönheiten links und rechts am Wegesrand. Und der trifft dann halt auf diejenige, die das Ganze noch geführt hat. Und sie hat halt die Wolle gesponnen, eingefärbt und hat die halt dort produziert. Sie haben diese Spinnmaschinen, also nicht alles hier wie bei Dornröschen am Spinnrad, nein, schon ein bisschen technisierter. Und er sagt halt, dass sie den, ja, das eben aufgeben werden. Er ist zwar da, um nochmal die Bücher zu prüfen, ob da jetzt Gewinn gemacht wird oder vielleicht sogar Verlust, um Gottes Willen. Ja, und er denkt mal daran, da denkt schon, dass das alles jetzt geschlossen wird. Die Frau gibt jetzt auch auf. Sie sagt, okay, ich habe ein Angebot, ich kann irgendwo Kurse geben. Für mich ist schon gesorgt. So, dann kommt Sophie dort an und ja, sie versteht, das Ding steht vor dem Aus. Sie bekundet dann aber, glaube ich, auch schon ihr Interesse an diesen Spinnmaschinen. Sie würde das dann halt gerne lernen und halt weiterführen, weil es ist die beste Wolle, die allerbeste Wolle, die man sich denken kann. So, und naja, sie hat halt noch einen Freund. Und habt ihr schon von dem Fluch gehört, dass wenn man noch nicht verheiratet ist mit dem Mann, dass man ihm auf keinen Fall einen Pullover stricken soll, weil dann geht ein Fluch in Erfüllung und der sagt Bye-bye. Also nichts mit großer Liebe, das Happy End ist dann gecancelt. Sie selber glaubt nicht an den Fluch, aber sie hat so eine Strickgruppe, die treffen sich dann auch immer dort in dem Laden, sehr gemütlich und ja, die warnen sie nochmal, aber sie hört natürlich nicht. Sie hat einen wahnsinnig schönen Pullover mit der allerfeinsten Wolle halt gestrickt. Und ja, ob der Fluch jetzt in Erfüllung geht oder nicht, werde ich euch nicht verraten. Sie muss jetzt jedenfalls mit Samuel, so heißt der Sohn von dem Besitzer, halt irgendwo klarkommen. Sie machen einen Deal, sie lernt halt, wie man die Wolle macht und er wird von ihr halt auf der Insel rumgeführt und sie versucht halt das Geld aufzutreiben, damit sie diese Maschinen halt kaufen kann. Es sind traumhafte Aufnahmen von Neuseeland. Es ist so ästhetisch und so schön alles in Szene gesetzt, dass man am liebsten die Koffer packen möchte und dorthin reisen will. Und das nicht, weil man die Hobbithöhlen oder Behausungen halt besuchen möchte, sondern weil es einfach traumhaft schön ist. Und es ist so ein Film, wo man ganz relaxed sein kann, da passiert nichts Böses, es ist einfach schön, es hat ganz viel Herz in jeder Beziehung und es ist einfach ein richtig schöner Film, um mal zu entspannen, zu relaxen, die Seele baumeln zu lassen und sich einfach daran zu freuen, wie schön und gemütlich dieser Film ist.
Natürlich gibt es ein paar kleine Komplikationen, das muss natürlich sein, aber es ist richtig schön. Also wenn ihr so einen Film sucht, um zu relaxen, dann seid ihr genau da. Ihr könnt da wirklich ein bisschen auch auftanken, weil es so schön ist. Und vielleicht jucken euch dann ja auch die Finger, die Stricknadeln in die Hand zu nehmen. Ich habe leider keinerlei Talent für Stricken und auch nicht für Häkeln. Das kann ich nicht. Meine Schwestern können das unheimlich gut. Die werkel, werkel, werkel und fertig ist ein Pulli. Ich kann es leider nicht, aber ich habe das schon immer bewundert. Ich finde es sehr schön. Ich finde es vor allen Dingen sehr gemütlich, wenn die Nadeln so schön vor sich hinklappern. Also, wenn ihr ein bisschen Lust habt auf einen Strickclub, diesmal ohne Vampire, sondern dafür aber in einer wahnsinnig schönen Gegend mit unheimlich schönen Bildern, dann kann ich euch diesen Film wirklich wärmstens ans Herz legen. So, das war es dann schon wieder von mir für euch. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr auf der Suche nach noch mehr Filmtipps seid, dann werdet ihr auf diesem Kanal fündig, genauso wie Buchempfehlungen, Malbücher für Erwachsene, Puzzle, was weiß ich, es sind ja Reviews. Wenn ihr aber noch andere Videos von uns sehen wollt, Schnattervideo, längere Videos, dann findet ihr die auf unserem Hauptkanal, alles unten für euch verlinkt. Also einfach nur, Hauptkanal ist einfach nur Glimmerfee. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, bye bye.